Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, Ende des Monats findet die Fashion Revolution Week statt. Und deshalb dachte ich mir, ist es ein guter Zeitpunkt, dass wir uns diesen Monat komplett den Themen Fast Fashion, der Side Note, aber hauptsächlich Fair Fashion kümmern. Und da passt es ganz gut, dass die liebe Sabrina vom Kanal Sabrinalistik unter mein letztes Video zum Thema nachgefragt, eben eine Frage gestellt hat, die mit diesem Thema zu tun hat und um die wir uns heute kümmern wollen. Wie erkenne ich nachhaltig produzierte Kleidung? Ich habe dann nochmal bei ihr nachgefragt, wie sie das bezieht oder worauf sie das bezieht, ob sie es nur auf Rohstoffe bezieht oder auch auf die Arbeitsbedingungen oder Umweltverschmutzung, solche Sachen eben. Und sie meinte, hauptsächlich auf Rohstoffe. Nun ist es bei den Siegeln und Zertifizierungen, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, aber das Problem, dass die oft nicht nur eine Sache, wie jetzt Rohstoffe, beinhalten, sondern auch Arbeitsbedingungen, die ganzen Produktionsketten und so weiter. Von daher kann man das schwer auseinanderhalten. Ich werde euch jetzt 7 bzw. 10 Siegel und Zertifizierungen vorstellen. Am besten nehmt ihr euch schon eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, denn es wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Also 7 und 10, weil es gibt bei manchen Unternehmen Unterscheidungen, beziehungsweise haben die auch mehrere Labels, die darunter fallen und deshalb so viele. Vorher möchte ich jedoch noch sagen, dass ich letztens gesehen habe, dass es bei Discounter-Supermärkten Kleidung gab. Gibt es ja da ziemlich oft. Und auf jeden Fall stand da 95% Biobaumwolle. Hört sich super an. Biobaumwolle beim Discounter, super. Jetzt habe ich mich aber gefragt, gibt es denn da einen Unterschied? Also wenn ich jetzt ein Kleidungsstück kaufe, wenn wir jetzt nur auf die Rohstoffe eingehen. Ein Kleidungsstück, was Biobaumwolle hat vom Discounter, oder ein Kleidungsstück Biobaumwolle von einem nachhaltigen Modelabel. Und ich musste mir für manche Fragen, weil ich die im Internet nicht finden konnte, habe ich Hessen Natur kontaktiert und dort den Nachhaltigkeitsbeauftragten, der mir dankenderweise meine Fragen beantwortet hat, die ich so nicht rausfinden konnte. Es ist aber auch noch zu sagen, dass zusätzlich zu den Labels und Zertifizierungen, die ich euch jetzt vorstellen werde, es noch andere gibt. Teilweise kreieren Unternehmen auch ihre eigenen Labels, um eben zu suggerieren, dass sie nachhaltig produzieren. Manchmal haben die auch gar keinen Aussagewert oder ein Produkt wird generell als nachhaltig deklariert und es ist es gar nicht. Oder das Unternehmen deklariert sich selber als nachhaltig. Dabei ist es das gar nicht oder es sind nur gewisse Teile eben nachhaltig in der Produktion und das nennt man übrigens Greenwashing. Also ich hatte bis vor kurzem den Begriff noch nie gehört, falls ihr ihn kanntet. Gut, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich den Begriff eben noch nie gehört. Aber fangen wir jetzt nun an. Das erste Label ist GOTS oder G-O-T-S. Ich habe keine Ahnung, wie man das irgendwie abkürzt oder ausspricht. Und es steht für Global Organic Textile Standards. Und das ist echt, also ich finde, das ist die Zertifizierung, die für mich persönlich am meisten aussagt und die ernst zu nehmen ist. Also wer dieses Label eben in nachhaltiger Mode findet, der kann die ohne schlechtes Gewissen kaufen. Denn es wird hier nicht nur das Produkt oder die Rohstoffe gesehen, sondern die komplette Produktionskette wird eben zertifiziert. Produktionskette meint hier alles von der Konfektion über die Verpackung, die Kennzeichnung, Vertrieb, Handel, also das komplette Paket. Und die sind da in ihrer Beurteilung wirklich streng und daher hat diese Zertifizierung auch eine hohe Glaubwürdigkeit. Bei GOTS gibt es dann wiederum 2 Kennzeichnungsstufen. Einmal GOTS Organic, das heißt, dass 95% des Produktes aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen muss und nur zu maximal 5% aus
synthetischen Fasern oder Viskose. Und dann gibt es noch die zweite Kategorisierung, die sagt, da steht dann hergestellt aus XX Prozent kontrolliert biologisch anbaubarer Naturfaser. Das heißt aber, dass mindestens 70 Prozent der Rohstoffe oder der Fasern des Produktes eben aus kontrolliert biologischem Naturfasern sein müssen. Also weniger als 70 Prozent ist da gar nicht enthalten. Generell wird bei oder darf, wenn ein Produkt dieses Label eben trägt, keine gentechnisch veränderte Baumwolle enthalten sein. Und falls chemische Zusatzstoffe, warum auch immer, genutzt werden müssen, wie zum Beispiel Farbstoffe, dann gibt es da extreme Regeln und Kriterien, die erfüllt sein müssen. Außerdem zertifizieren sie auch noch die Arbeitsbedingungen. Das heißt, es müssen unter anderem folgende Kriterien erfüllt sein: sichere und hygienische Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit, Mindestlohn und das Verbot von grober und inhumaner Behandlung. Und das wird jedes Jahr durch eine Betriebsinspektion eben überprüft, dass diese Standards, die vorgegeben sind, eben eingehalten wurden. Und falls zum Beispiel nur ein Teil der Produktionskette die Standards erfüllt, darf das Produkt eben nicht mit GOTS gelabelt sein. So, das zweite Label bzw. die zweite Zertifizierung ist IVN. Das ist der Internationale Verband Naturtextilwirtschaft. Und die sind nach eigenen Angaben eben das Siegel mit den höchsten Ansprüchen an die textile Ökologie. Der IVN vergibt wiederum zwei Zertifizierungen, bei denen es um unterschiedliche Dinge geht. Zum einen haben wir, und das werden die meisten kennen, die Zertifizierung von Naturtextilien. Wer diese Zertifizierung haben möchte und das Label danach tragen, der muss soziale Mindeststandards erfüllen nach den Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, ILO genannt. Außerdem sind gefährliche Substanzen, Färbemittel, die unter bestimmte Richtlinien fallen, und Schwermetalle verboten, beziehungsweise die Verwendung wirklich streng reglementiert. Also da, die Textilien außer zum Beispiel Knöpfe, Reißverschlüsse und das Futter müssen zu 100% aus Naturfasern bzw. aus kontrolliert biologischem Anbau von Naturfasern oder aus kontrolliert biologischer Tierhaltung stammen. Und es dürfen auch hier nur maximal 5% synthetische Fasern benutzt werden. Außerdem wird auch hier beim IVN wie beim GOTS eben eine umweltfreundliche und transparente Produktionskette zertifiziert. Oder muss gegeben sein, sagen wir es mal so, um das Label zu bekommen. Und dann gibt es noch ein Label, das bezieht sich speziell auf Leder, und zwar IVN Naturleder. Das ist der einzige Standard eigentlich für Naturleder in der EU. Auch hier, wie bei den Naturtextilien, wird die komplette Produktionskette eben zertifiziert. Und also auch diese Mindeststandards von der IOL. Und es ist auch so, dass in dem Fall, wer dieses Label trägt, eben keine freilebenden oder wildlebenden Tiere beziehungsweise auch keine vom Aussterben bedrohten Tiere eben für die Lederherstellung genutzt werden dürfen. So, tief durchatmen. Wir kommen zum dritten, in Klammern, und vierten Label. Und zwar das Fair Trade Label oder Fair Trade Cotton. Und das zeigt auch, wie sozial eben ein Produkt produziert wurde. Das gibt es seit 2008. Und seit 2016, also erst seit letztem Jahr, gibt es noch ein neues Siegel von denen. Und zwar das Fairtrade Textile. Das seht ihr jetzt auch hier. Für die Bauern, die dann diese Baumwolle produzieren, und die sitzen ja meistens so in Afrika,
Bedeutet das, dass die ihre Baumwolle zu einem Mindestpreis abgenommen bekommen? Also die werden nicht extrem gedrückt, sondern es gibt so einen festen Preis, den dafür bekommen. Sie werden geschult. Es wird ihnen erklärt, wie sie zum Beispiel auf Biobaumwolle umsteigen können, wie genau der Anbau am besten funktioniert, ohne dass sie Chemikalien einsetzen müssen und so weiter. Weil es darf nämlich keine genmanipulierte Baumwolle und kein genmanipuliertes Saatgut genutzt werden in dem Fall. Und auch Pestizide dürfen nicht eingesetzt werden. Aber nicht nur für die Biobau oder für die Bauern, Baumwollbauern, sondern auch die weitere Verarbeitung der Baumwolle muss gewisse Standards haben. Und Menschen, also es müssen menschenwürdige Bedingungen vorherrschen. Aber ihr müsst hier darauf achten, dass nicht immer Biobaumwolle genutzt wird. Also es kann auch sein, dass es konventionelle Baumwolle ist. Auch hier gelten die Mindestanforderungen der ILO. Also da unterscheiden sie sich kaum. Genau wie bei GOTS oder IVN wird auch die komplette Produktionskette oder Lieferkette, sagen wir es mal so, geprüft und zertifiziert. Dann hätten wir das Label Blue Sign. Habe ich persönlich noch nie gesehen. Woran das liegt, keine Ahnung. Also der Fokus von Blue Sign liegt eben auf der Umwelt und den Chemikalien, die eingesetzt werden. Und damit ist der Fokus auch auf der Einhaltung des UN Global Compact. Hat sogenannte Systempartner. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Unter anderem Adidas, Nike, Deuter, G-Star oder auch Columbia, um jetzt mal einige zu nennen. Und Systempartner sind eben die Unternehmen, die einen Vertrag mit Plus eingeschlossen haben und nach den von Plussign vorgegebenen Kriterien produzieren und auch zertifizieren. Also sie produzieren nach den Kriterien, werden dafür auch zertifiziert und es wird natürlich auch überprüft. Und Kleidungsstücke, die eben das Plussign-Label tragen und nach den Kriterien produziert wurden, sind eben möglichst ressourcenschonend produziert. Also heute mein Deutsch ist irgendwie gegangen. Dies beinhaltet wieder eine sehr strenge Chemikalienregulierung oder Regelung. Und es gibt auch so eine Negativliste für schädliche Chemikalien, die eben nicht genutzt werden dürfen. Und hier ist auch der Fall, dass eben die Rohstoffe vor der Produktion schon ja, getestet werden, sagen wir es mal so, und nicht erst das Endprodukt. Das heißt, es wird von Anfang an, nicht wie bei einigen, sage ich mal, das Endprodukt geprüft. Und es werden sich Dokumentationen angeguckt, sondern in dem Fall ist es schon so, dass die von vornherein, dass der Rohstoff schon überprüft wird. Und das Plussign-System beruht auf fünf Prinzipien: Ressourcenproduktivität, Verbraucherschutz, Gewässerschutz und das zählt auch das Abwasser mit, Emissionsschutz. Und Arbeitssicherheit, also Einhaltung von Menschenrechten, Arbeitsnormen, die Korruptionsbekämpfung und solche Sachen. So, als nächstes hätten wir das Label oder die Zertifizierung nach Naturland. Auch Naturland legt den Fokus auf die Umwelt, aber zusätzlich auch auf die Arbeitsbedingungen. Das Ziel ist hier die Nachhaltigkeit. Die Kleidungsstücke mit Ausnahmen von Reißverschlüsse, Knöpfe und Futter, wie bei vielen, besteht zu mindestens 95% aus ökologisch erzeugten Naturfasern. Zu den Naturfasern ganz kurz, da werden wir uns nächste Woche drum kümmern, wenn ich euch die einzelnen Rohstoffe oder Naturfasern nochmal im Detail vorstelle, die für die Produktion genutzt werden. Auch die Baumwolle ist biologisch angebaut oder kontrolliert biologisch angebaut. Gefährliche, umweltschädliche Chemikalien sind verboten. Genau wie bestimmte gesundheitsschädliche Substanzen. Und die Kriterien für dieses Siegel gehen weit über die EU-Bio-Verordnung hinaus. Und auch die sozialen Mindeststandards nach der ILO müssen wie bei vielen gegeben sein. Ich lasse euch dazu auch nochmal alle wichtigen Links, falls ihr euch da genau einlesen wollt, in der Infobox.
Aber es ist zu sagen, dass bei Naturland die sozialen Richtlinien weniger strikt sind wie zum Beispiel bei Fairtrade, weil eben der Fokus auch ein anderer ist. Als nächstes hätten wir dann die Fairwear Foundation. Das Label seht ihr jetzt hier irgendwo. Die Fairwear Foundation sorgt dafür, dass die Menschen in der Produktionskette angemessen bezahlt werden und dass sie faire Arbeitsbedingungen haben. Also hier liegt der Fokus wirklich auf den Arbeitsbedingungen und die Verbesserung dieser, vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, wo ja oft produziert wird. Die Unternehmen, die sich zertifizieren lassen wollen, die müssen den Arbeitsverhaltenskodex, den Code of Labor Practices unterzeichnen und der wiederum basiert auf den Kernnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Bei der Fairwear Foundation handelt es sich um eine unabhängige Organisation. Also es ist jetzt kein, ich sage jetzt mal, Unternehmen wie jetzt bei PlusSign. Und das wurde 1999 in Amsterdam gegründet. Fairwear engagiert sich vor allen Dingen in Ländern wie Bangladesch, Indien, China oder der Türkei. Die Fairwear Foundation versucht in Zusammenarbeit mit den Fabriken und auch mit den Unternehmen die Bedingungen der Textilarbeiter zu verbessern. Also darunter fallen zum Beispiel Begrenzung der Arbeitszeiten, Versammlungsfreiheit, das Recht auf Tarifverhandlungen, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen. Also da wird wirklich der Fokus auf die Mitarbeiter gelegt, die die Produkte herstellen. Es gibt jedoch auch, das muss ich dazu sagen, Kritik an dem Unternehmen. Und zwar gab es 2012 einen Vorfall. Taco hatte das Fairwear Foundation Label und es kam heraus, dass Produkte für Taco in einem Gefängnis produziert worden sind. Wie kann das sein, fragt ihr euch. Ganz einfach. Taco hatte ein Unternehmen beauftragt, eben Produkte für sie zu produzieren. Dieses Unternehmen hatte das wiederum an Subunternehmer weitergegeben, die wiederum in Gefängnissen produzieren. Also ihr könnt euch die Quelle oder ihr könnt euch das vorstellen. Ich lasse euch den Link dazu auch mal in der Infobox, den habe ich nämlich bei Utopia gefunden und auch auf der Seite von der Fairwear Foundation steht da auch noch was dazu. Lasse ich euch auch in der Infobox. So, last but not least, Ökotex. Ökotex hat eigentlich drei Label oder Zertifizierungen, wenn wir uns das mal so genauer anschauen. Viele von euch werden das Ökotex-Label schon gesehen haben oder das generelle Ökotex-Label. Ökotex ist nämlich ein unabhängiges Prüf- und Zertifizierungssystem. Und dieses Label nach Ökotex Standard 100, das ist das, was die meisten von euch kennen. Das besagt eigentlich, dass die Kleidung überprüft wurde und eben keine Schadstoffe enthält. Es ist also Ziel, dem Kunden zu zeigen, hey, bei dem Produkt wurden keine Schadstoffe verwendet, beziehungsweise das Produkt ist schadstofffrei. Auch was bei vielen jetzt so vielleicht generell ausgelassen wurde, das gilt auch in dem Fall für Knöpfe, Reißverschlüsse und so weiter. Sagt jedoch leider nichts über die verwendeten Rohstoffe aus. Also zum Beispiel, ist das Bio, ist das Fairtrade, ist das kontrolliert ökologischer Anbau, solche Sachen eben. Das wird komplett außer Acht gelassen bei dem Ökotex Standard 100 oder auch die soziale Verantwortung von den Unternehmen. Und es findet auch, wie ihr euch jetzt vorstellen könnt, keine Kontrolle des kompletten Produktionsprozesses oder der Produktionskette statt. Das ist eine reine Produktprüfung. Was, also für Leute, die Allergiker sind oder gerade für Kinderzubehör, ist es natürlich sehr wichtig, solche Informationen zu haben oder auch sehr interessant. Zusätzlich dazu gibt es auch noch die Zertifizierung nach Ökotex Standard STEP, also Sustainable Textile Production. Das war früher der Ökotex 1000. Die haben die Labels, den Namen geändert, deshalb muss man da immer so ein bisschen gucken. Und hier geht es um nachhaltige und sozial verantwortliche Produktionsbedingungen. Also Einhaltung nationaler Gesetze, Richtlinien für Umweltschutz und Richtlinien für Abwasser und Abluft zum Beispiel, Lärm und ähnliches. Und
Sicherheit am Arbeitsplatz, Verzicht auf Kinderarbeit und sie beziehen sich dabei wieder auf die Vorgaben der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Wenn ein Unternehmen beides erfüllt, also die Produkte schadstofffrei sind und die Produktion eben nachhaltig und sozial ist, dann gibt es noch ein drittes Label. Und zwar Made in Green. Also das heißt Ökotex Made in Green. Ihr seht das jetzt auch irgendwo. Und das war früher das Ökotex 100 Plus. Also das vereint alles. Was heißt alles? Also keine Schadstoffe, die Produktion ist sozial verantwortlich, aber wir wissen halt immer noch nicht, wie die Rohstoffe aussehen. Ja, so, jetzt sind wir mit den Siegeln erstmal durch. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, lasst sie in den Kommentaren. Das ist jetzt Information Overflow. Ihr könnt gerne zurückkommen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch auch den Blogbeitrag dazu mal durchlesen, wenn ihr das mal in Schrift sehen wollt. Dann lasse ich euch den Link auch nochmal in der Infobox. Und gibt es noch was zu sagen? Natürlich, es gibt noch viele, viele mehr Labels oder Zertifizierungen, aber wenn ich jetzt alle aufzählen würde, die es irgendwo auf der Welt gibt, dann säßen wir, glaube ich, noch in 3 Wochen hier. Das waren jetzt so die wichtigsten, was ich jetzt herausgefunden habe. Und ich glaube, die, an denen wir uns am meisten orientieren können und die am aussagekräftigsten sind. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, lasst sie in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche oder sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir über Naturfasern und Rohstoffe im Allgemeinen sprechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.